verhaspeln, weil ich es mit meiner damaligen Tastenbelegung es nicht ansatzweise hinbekommen habe, weil das viel, viel zu viel Drücke war und zu hastig war und es einfach nicht funktioniert hatte. Und deswegen habe ich das ein bisschen mehr gesplittet, dass zwar ich natürlich hier noch die Tasten mit dem Daumen benutzen muss, aber dass ich hier mit den Tasten vorne auch viel arbeiten kann, dass es ein bisschen aufgeteilt ist. Klar, falls ihr den Scoreboard sehen wollt, ist das bei mir die Share-Taste. Den Scoreboard in Online-Spielen einfach mal dahin gelegt, weil wann braucht man das eigentlich? Man braucht das nie. Also im Endeffekt kann man sagen, ich habe tatsächlich nur die Luftrolle links und Luftrolle rechts, Boost und Power Slide umgelegt. Diese Tasten habe ich woanders hingelegt und der Rest ist relativ gleich geblieben. Was aber trotzdem schon eine relativ große Veränderung ist, da man ja Boost und Rolle etc. auch viel braucht. Daher ist es leider für mich noch ein ganz schöner Lernprozess, das Ganze irgendwie wieder hinzubekommen. Aber wer jetzt hier sagt, so, die Tastenbelegung gefällt mir jetzt nicht so sehr. Gibt es vielleicht noch eine andere? Ich sage euch hier mal eine Internetseite. Denn auf dieser Internetseite sind tatsächlich die Pro-Gamer in Rocket League und deren Tastenbelegung. Und